Auch der folgende Künstler ist in seiner Karriere nie wirklich mit dem Strom geschwommen. Und ganz nebenbei ist er schuld daran, dass im deutschen Rap so viele Mütter beleidigt werden. Was hat mein Leben? Was hat mein Leben? Was hat mein Leben? Was hat mein Berlin im Jahr 2016. Eine der schillerndsten Figuren im deutschen Hip-Hop nimmt Abschied. Feierabend, okay? Feierabend. Irgendwann ist auch mal gut. Nach 20 Jahren gelebter Anti-Haltung spielt der Battle-Rap-Pionier taktlos seine beiden letzten Konzerte. Die Tickets für die ausverkauften Shows erzielen auf dem Schwarzmarkt vierstellige Beträge. Seine Auftritte sind schließlich legendär. Und wie fand es der Künstler selbst? Ich beschreibe überhaupt gar nichts. So fängt es erstmal an, ja? Wer eine taktlose Show beschrieben haben möchte, der fragt vielleicht einen anderen Zuschauer, wie er es empfunden hat. Okay, okay, machen wir. Neben Hip-Hop-Fans aus ganz Deutschland kamen zum Taktlos-Abschiedskonzert auch das Who is Who des Berliner Raps zusammen. Unter anderem Kool Savasch, Sido und Miss Platinum. Ich bin der Punkt, an dem du endest. Gib mir ein Blatt und ich wende. Lieber dreckige Scheiben wischen als Arschkichern in den Arsch zu kriechen. Ich bin kein Star, sondern die ganze Galaxie. Was cheesy, dicker mich zu benden ist nicht easy. Also wenn Taktlos wirklich aufhören sollte, dann geht auf jeden Fall für Deutschrap was verloren. Ich glaube aber auch, dass er da noch lange nachwirken wird. Also das spürt man, finde ich, heute schon, dass er selbst so bei den jüngsten Leuten, die jetzt nachkommen, immer noch viele Bewunderer hat. Seine Shows sind einfach der absolute Wahnsinn. Das ist an Besonderheit und an Verrücktheit nicht zu übertreffen. Es ist wie eine verrückte Kunstinstallation mit Rapmusik noch. Er ist so ein bisschen so der Joseph Beuys der Rap-Szene für die Leute. So. Er ist so der immer Grenzen austestet, überschreitet und nie im Mainstream ist. Pff, Rap Deutschland ohne Taktlos ist auf jeden Fall eine traurige Wurst, würde ich sagen. Für viele ist Taktlos derjenige, der Rap Deutschland Ende der 90er aus einem traurigen Wurstdasein befreit hat. Als meistgesuchter Sprayer Berlins war er bereits eine Szeneberühmtheit. Kaum ein Fleck der Stadt blieb von seinem Tech-Level verschont. Seine Vorstellung von Rap war ähnlich radikal, denn mit dem damals braven Hip-Hop aus Deutschland konnte Taktlos wenig anfangen. Das hier ist der deutsche Rap. Aschenbecher-Scheiße, Untersetzer für Altdreck und eine Schale mit Nüssen. So. Sehr werte. So, das ist Deutsch damals gewesen für mich. Und irgendwann hat mir ein Freund was von Savasch vorgespielt. Das waren auch seine ersten Deutsch-Rap-Versuche. Und da habe ich gehört, das funktioniert ja doch auf Deutsch. Das ist ja sehr gut. Dann kann ich es ja auch probieren. Damit beginnt im deutschen Rap ein neues Zeitalter. Mit Kool Savasch bildet Taktlos das Duo West-Berlin Maskulin. Ihre Lo-Fi-Beats und bewusst provokanten Texte liefern den Gegenentwurf zum Sound aus Hamburg und Stuttgart und ebnen den Weg für Gangster- und Battle-Rap in Deutschland. Uns war das damals nicht bewusst, was es für einen Einfluss haben würde, aber uns war bewusst, dass es cool ist. Die ersten Auftritte haben Savasch und Taktlos bei den Open-Mic-Nächten im Royal Bunker, einer Kellerbar in Kreuzberg. Der Club gilt als Keimzelle des Berliner Battle Rap. Heute befindet sich dort ein Sexkino und Puff. In meiner Erinnerung war hier ein großer Raum und die Bühne war am Ende. Es war so brutal!
das war ein schöner Treffpunkt von Leuten, die dasselbe Interesse teilen. Das ist heute für andere Leute ein schöner Treffpunkt, die Interessen teilen, aber damals war es halt Rap. Es hat Spaß gemacht, aber es war jetzt kein Gedanke davon, dass es irgendwie was Besonderes ist und später noch große Erwähnung finden müsste. Manche Leute sind Woche für Woche hergekommen und haben dann nur ihre ein, zwei Texte auch immer nur gebracht. Ja? Ich erinnere mich noch an einen Text von Sido, der irgendwie endete mit Deine ist 0190, deine Nummer oder so. Es war so seine Endpunchline. Ja, so war das hier. Damals. Während seine Mitstreiter Sido und Kool Savas den kommerziellen Erfolg anstreben, verweigert sich Taktlos der Maschinerie. Seine Musik veröffentlicht er auf dem eigenen Label. Interviews sind ihm zuwider. Bis heute gehört sein Auftritt bei Viva zu den legendärsten Momenten der Musik-TV-Geschichte. Und Taktlos wollte kein richtiges Interview führen, sondern nur rappen. Und deswegen seht ihr jetzt die nächste Stunde Taktlos, wie er die ganze Zeit rappt. Ich bin THKTL-Doppel-S. In meiner nächsten Strophe möchte ich Sammy Deluxe auf das Level bringen und David Weibelberg. Sammy, deine Mutter hat immer noch den gleichen Beruf, du bist immer noch ein Hurensohn. Du hast recht, ich gebe kaum Interviews, habe kaum Interviews gegeben. Dieses Interview gebe ich aus einem Grund. Mein Konzertfilm kommt raus und ich will dafür Werbung machen. Macht Sinn. Wenn es um die Rentenvorsorge geht, helfen wir doch gern. Im Konzertfilm gibt's dann auch das von Fans lang ersehnte Wiedersehen mit Kool Savas. Der erste West-Berlin-Maskulin-Auftritt nach fast 20 Jahren. Natürlich ist das nur meine Fantasie. Gib mir ein Mic und ich zeig dir, wie ich diesen Battle verwirkliche. Rap ist Apartheid, nicht dürstet es nach Battles. Du bist für mich wie Sprite, ein Erfrischungsgetränk. Freddy Kings, West-Berlin, Maskulin, ein Geschenk Gottes. So ein Abschied lohnt sich schon. Werde ich wahrscheinlich auch wiederholen. Na dann, freuen wir uns auf viele weitere letzte Konzerte.